Marco, hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Video von mir. Wie ihr seht, bin ich heute mit meinem 314er unterwegs. Und wer das letzte Video verfolgt hat, der kann vielleicht schon ahnen, was ich jetzt heute mache. Nämlich hole ich jetzt gerade meine zwei Heu oder Strohwegen, wie man es nimmt, meine Anhänger eben mit Ballen aufbaue, weil ich vorhabe, mein Stroh zu pressen. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich jetzt heute presse oder vielleicht morgen einen Teil noch, mal schauen. Heute ist jetzt eben Freitag, hat jetzt momentan ja knapp 30 Grad schon, obwohl es erst Mittag ist, also es ist echt ein warmer Tag. Ich hoffe, das Stroh trocknet schnell, dann können wir das hoffentlich zeitnah einfahren, weil er morgen am Samstag eben ein bisschen Regen ansagt. Genau, ich habe mir jetzt hier eben die zwei Anhänger einfach aneinander gehängt, weil die auf dem Betrieb von meinen Großeltern quasi immer untergestellt sind, dass sie im Trockenen stehen. Und da brauche ich sie auch die meiste Zeit zum Heu machen. Aber das Stroh, das ist jetzt eben von den Flächen bei mir zu Hause. Beginnen werden wir jetzt dann erstmal damit, das Weizenstroh zum Pressen, weil der Weizen eben gestern schon droschen worden ist und die Tritikale, die ja, steht leider immer noch. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob es ja, unser Mähdrescher Fahrer heute noch schafft, das wegzubekommen. Wenn nicht, wird es halt eben morgen erst was. Und ja, da müssen wir halt dann quasi hoffen, dass es nicht regnet bis dahin. Genau. Ich fahre jetzt hier eben mal schon mal auf den Acker, stelle die zwei Anhänger ab. Und ja, gegen Nachmittag werde ich dann mit meinem 39er und meiner Velga AP mal auf den Acker fahren und mal schauen, ob es pressen schon gut geht und wie es dann ist, ob das Stroh trocken ist. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht tue ich es mit dem Schwader noch mal einmal umdrehen. Wenn jetzt dann oben das Stroh wirklich schon ganz trocken ist, nur unten drin ist es noch ein wenig klamm, drehe ich es vielleicht einfach noch mal einmal. Habe es zwar heute früh schon gedreht, aber ja, bevor es mir morgen noch mal reinregnet, lieber heute zweimal gefahren, als dann eine Woche lang dem Stroh hinterherfahren und dann hat man trotzdem eine schlechte Qualität. Genau, so viel dazu. So, hier mal ein paar kurze Videos vom Strohpressen. Ich mache jetzt gerade den ersten Anhänger voll. Wir fahren jetzt hier so knapp 3 km/h, weil es einfach ganz massive Schwade sind. Hab alles hier jetzt schön zusammengerecht und jetzt schauen wir uns das mal hinten an der Presse. Thank you.
So, ich möchte euch jetzt mal nochmal zeigen, wie die Pickup hier das Stroh aufnimmt. Also man sieht eigentlich relativ schönes Ergebnis. Schwarte sind leider nach wie vor ein bisschen zu breit, aber schmaler geht es einfach nicht mehr bei der Strohmenge. Deswegen sind hier links und rechts vom Schwart ganz leichte Reste, die wo halt hier seitlich rausgedrückt werden. Ansonsten ist eigentlich schönes Stroh geworden. Sieht man jetzt hier schon. Ich möchte jetzt mit euch mal schnell auf den Hänger raufgehen und mir die Ballen mit euch anschauen, wie die von der Pressdichte her sind und von der Form und eben auch von der Feuchtigkeit. Kann man jetzt hier mal schauen. Das sind jetzt eben schöne handliche Ballen, kann man mit einer Hand heben, sind schön stramm gepresst. Ja, sind auch ziemlich trocken. Für Quaderballen wäre es mir noch ein bisschen zu nass. Aber ich denke, für HD-Ballen soll es gehen. Wenn man jetzt nämlich hier in den Himmel hochschaut, es schaut ziemlich nach Regen aus und er meldet auch die nächsten Tage Regen. Und ich habe ja doch hier noch einiges an Stroh liegen. Es sind 9 Schwarte insgesamt. Und ich habe jetzt ja fast eins ganz drauf auf den Anhänger. Und wir sind schon gut halb voll hier. Also ja, werden mit Sicherheit 6-7 Anhänger voll werden. Und das hier ist eigentlich auch der größere Anhänger. Aber wie man jetzt hier schon sieht, es sind wirklich schöne Büschel. Schön handlich. Ich kann auch mal einen messen, dass ihr mal seht, welche Größe die haben. Ist jetzt nur mit einer Hand ein bisschen blöd, immer hier Meterstab ausklappen. Reicht gar nicht ganz. Also die sind jetzt hier so ungefähr 80 cm lang, wie man sieht. Sind 35 cm hoch. Und ich weiß das Kanalmaß gar nicht auswendig, ist eigentlich traurig, aber ist so. Ich weiß gar nicht, ob es 45 cm oder 50 cm, ich glaube 50 cm Kanalmaß hat meine Velga AP53. Genau. Und die Ballen, man sieht das ja auf dem Video von vorher auch ganz gut, die schießt jetzt hier eben hoch. Ich habe jetzt hier seit dem Heupressen auch die Anhängekupplung noch ein bisschen weiter nach hinten, ne, versetzt. Die ist unten in so einer Lochleiste eingehängt und dadurch fliegen die Ballen jetzt hier schöner über dieses Gitter drüber. Und dann schleudert es die auch wirklich bis ganz hinter. Wenn man wollen würde, könnte man es jetzt, glaube ich, sogar drüber schießen übers Gitter, aber das muss man ja versuchen zu vermeiden. Genau, ich werde jetzt hier erstmal weiterpressen. Vielleicht nehme ich euch später mal nochmal mit beim Ballen abfahren oder auch beim Pressen nochmal mal schauen. Und genau, ich hoffe, das Video gefällt euch. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und ja, machen wir weiter. So, erster Anhänger ist randvoll. Machen wir den zweiten Anhänger voll. Dann geht es auch schon ab zum Ausladen. Wie gesagt, das ist auf der Hofstelle von meinen Großeltern. 9 Kilometer Fahrt. Aber ja, mit zwei Wegen. Also auf dem ersten Anhänger sind jetzt ungefähr 160 Ballen drauf. Ich denke mal, da werden auch so 140 so drauf gehen. Da lohnt sich das dann schon zum Fahren. Genau. Pressen geht soweit ganz gut. Wie gesagt, Stroh könnte teilweise ein bisschen trockener sein. Hier gerade passt es ganz gut, da staubt es schön. Im ersten Schwart war es teilweise etwas nass und am Vorgewende ist auch etwas grenzwertig. Aber hier passt es eigentlich ganz gut. Ja, bis jetzt alle Ballen schön gebunden, keine offen gewesen. Für zwei rüber schon über den Wagen aus Versehen. Aber ansonsten läuft es echt perfekt. Genau. Ich fahre jetzt ein wenig langsamer wie vorher, knapp 2 km/h nur noch. So läuft das Pressen einfach gleichmäßiger, die Ballen werden gleichmäßiger. Weil ansonsten, wenn man zu schnell fährt und es kommt ein Haufen Stroh, dann würde man einen Ballen halt länger, weil es nicht die Kolbenhübe quasi sind. Aber noch mehr Gas kann ich nicht tun. Man fährt die Presse mit genau 90 Kolbenhüben in der Minute. So, die ersten zwei Wegen sind zusammengehängt, mein 314er davor. Und jetzt geht es ans Abfahren. Ich fahre jetzt zu meinen Großeltern auf den Betrieb. Musik aus. Zu meinen Großeltern auf den Betrieb. Und ja, werde die da abladen. Wird jetzt eine ganz schöne Schwitzerei. Das sind jetzt ungefähr, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube irgendwo 300 Büschel oder so. Und ja, die brauchen jetzt halt mit der Hand erstmal abladen. Die brauchen auch so eine Ballenbahn eben legen, wie beim Heu auch. Und
halt händisch vom Wagen runter tun und dann werde ich mit den zwei Werken wieder herfahren und dann geht das Ganze von vorne los. Genau, das sieht man jetzt hier im Spiegel auch schön nachlaufen, die Anhänger. Ist halt vom Fahren her relativ schwierig eigentlich, weil die Wägen halt sehr breit sind und der ganze Zug ist doch halt recht lang. Jeder Wagen hat 5 Meter Aufbau und halt dann noch 1,5 Meter Deichsel circa. Und der Bulldog da vorne dran, also ist halt doch, da muss man in den Kurven und so überall schon schauen, dass man gut ausholt. Und ja, jetzt durch die Ortschaft durch, wenn halt Autos am Rand stehen und so, das ist halt schon immer ein bisschen Gefahrenpotenzial. Man sieht es jetzt hier im Spiegel vielleicht auch, ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera erkennt, manche Ballen ragen halt sogar ein bisschen über den Aufbau drüber, weil ja das quasi in der Mitte, wo man abladen tut, nur Ketten gespannt sind oder Seile. Und da ist halt der Wagen nochmal ein Stück breiter. Das sieht man jetzt hier ganz gut. Es rägt halt schon deutlich drüber raus. Und da muss man einfach beim Fahren ein bisschen aufpassen. Genau. Aber ich fahre jetzt einfach vorsichtig mal. Wir haben es jetzt 13:30. Ich denke mal ungefähr 7 Wägen werden es, wenn ich mich jetzt nicht ganz verschätze. Wenn es bis heute Abend trocken bleibt, könnte ich es schaffen, aber ja, ist halt alleine doch immer ein ganz schöner Aufwand. Pressen, alleine umhängen, abladen, zieht sich ganz schön. Genau, machen wir mal weiter. So, meine Freunde, wir haben es jetzt etliche Stunden später schon. Ich habe jetzt ca. 850 Büschel gepresst und ja, abgefahren quasi auch schon. Einen Anhänger bräuchte jetzt noch abladen, den anderen habe ich jetzt leer dahinter, weil morgen noch ein Anhänger voll pressen braucht auf dem Weizenschlag. Also das sind jetzt quasi auf 1,3 Hektar, dann, wenn ich das von morgen schon dazu rechne, insgesamt ca. 1000 Ballen geworden. Ich habe jetzt keinen gewogen, ich denke mal einer wird ungefähr 10 Kilo haben. Also ja, ist ganz gut Stroh dargelegen, weil ja, waren ja dann somit irgendwo um die 10.000 Kilo, also 10 Tonnen Stroh. Ist eigentlich ja, schon relativ viel, stimmt aber auch mit unserem Ertrag relativ gut überein. Also, man sagt ja eigentlich immer, ja, so 80% von dem, was man an Korn erntet, entsteht auch an Stroh auf dem Feld. Und ja, wir haben jetzt 93 Doppelzenten, also 9,3 Tonnen auf dem Hektar gedroschen am Weizen, im Weizen. Und ja, Stroh hat man ja natürlich auch nicht ganz alles abgefahren, weil ja die Stoppel auch noch steht. Von daher passt es eigentlich ganz gut hin, wenn dann quasi die Strohmenge von den 1,3 Hektar fast genauso viel ist wie die Kornmenge von einem Hektar. Von daher ja, relativ ja, ausgeglichenes Verhältnis von Korn und Stroh, würde ich sagen. Genau, wir haben es jetzt aber auch schon 9:30. Ich fahre jetzt noch nach Hause, stelle den Bulldog mit dem Anhänger einfach mitten in den Hof schnell rein und ja, ich hoffe dann einfach, dass morgen nicht regnet und dann geht es morgen weiter. Unsere Tritikale ist mittlerweile auch schon gedroschen worden, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ertraglich weiß ich leider noch nichts, ich war nicht dabei, das hat der Lona einfach übernommen. Ich habe es heute früh noch mal gemessen gehabt von der Feuchtigkeit her. Da waren wir um 10:30 vormittags, hat es ja schon 13% gehabt und irgendwann um 13:50 rum hat er, glaube ich, gedroschen. Also ja, die soll definitiv trocken gewesen sein, das passt. Ertrag und ja, Qualitäten, weiß ich noch nichts dazu. Kann ich euch ja vielleicht später mal darüber informieren, was dabei rausgekommen ist, wenn euch das interessiert. Genau, ich fahre jetzt den Bulldog noch in den Hof, hol dann die Presse noch schnell vom Feld, damit die über Nacht nicht draußen stehen muss und nicht so feucht wird vom Tau. Weil ich das immer nicht so gern mag, wenn die Knüpfer und so nass werden. Und fahre dann die quasi schnell noch in die Halle. Und ja, dann ist eigentlich ein relativ erfolgreicher Strohpresstag vorbei.
hatten heute relativ viel Glück auch mit dem Wetter. Also wir haben zwar einmal einen kleinen Schauer abbekommen in der Ortschaft. Ah, oh, da schaut ja Vollmond. Schaut eigentlich ganz schön aus hier. Ja, ganz abgeschweift jetzt. Ja, wir haben einmal einen kurzen Schauer abbekommen. Da bin ich genau vor der Hofstelle von meinen Großeltern gestanden mit zwei volle Strohanhänger. Und dann hat es einmal kurz einen Schauer gegeben, da habe ich sie nicht mehr ganz rechtzeitig reinbekommen, die zwei Anhänger in Stadel, weil bis man dann abhängt und beide reinrangiert, das dauert halt doch ein paar Minuten. Und ja, der eine war dann eben ganz trocken, das war der kleinere Anhänger, den wo ich jetzt auch hinten dran habe. Und dann sind wir quasi nur mit dem noch weitergefahren und den großen Anhänger haben wir einfach aufgeladen gelassen und unter das Vordach gestellt. Da hat jetzt den ganzen Nachmittag nochmal die Sonne drauf gescheint. Und jetzt sind quasi die oberen Ballen, also das war bloß ein knapper Zentimeter, wo da die Feuchtigkeit eingedrungen ist in die oberste Schicht. Und die sind jetzt wieder abgetrocknet. Wir haben ihn jetzt aber trotzdem noch aufgeladen stehen lassen im Stadel, damit einfach die nassen Ballen immer noch oben liegen und jetzt quasi bis morgen noch abdunsten können. Und dann werde ich morgen eben, sobald ich wieder den Platz zum Abladen brauche, die Abladestelle, dann werde ich ihn auch abladen. Bis dahin sollte das wieder verschwunden sein, die Feuchtigkeit. Es war wie gesagt nur oben ein bisschen, da hat es nur circa 1 mm oder so reingeregnet. Dann stand er ja unterm Vordach. Genau, hier drüben sieht man schon, die Leute dreschen noch. Ich denke mal, ja, das Korn, das braucht immer ein bisschen länger, bis es die Feuchtigkeit anzieht. Da kann man ein wenig länger arbeiten. Aber zum Pressen wäre es mir jetzt einfach zu spät. Es wäre wie gesagt jetzt nur noch ein Anhänger voll gewesen. Aber man hat es jetzt beim letzten Hänger schon gemerkt, den haben wir circa um 8:30, also um 20.30 Uhr. Ich weiß nicht, wie man bei euch zu 8:30 sagt. Haben wir den gepresst. Und da hat man schon gemerkt, dass der Stroh einfach schon angezogen hat. Und nachdem es ja sowieso noch nicht hundertprozentig trocken war, habe ich mich halt dazu entschieden, das Ganze lieber morgen zu machen. Weil, ja, so klammes Stroh möchte ich dann auch nicht einfahren. Wird dann schon morgen noch halten. Genau. Ja, mit diesen Worten denke ich mal, beende ich jetzt auch den Vlog. Denke ich, ist ganz gut Material diesmal zusammengekommen. Ich habe euch auch einige Aufnahmen von Pressen gemacht, wo ihr einfach nur den Sound und die Technik wenn genießen könnt, weil ja, immer nur mein Gesabbel braucht ihr ja auch nicht haben. Und ja, das Ganze werde ich dann euch schön zusammenschneiden und hoffe dann natürlich, dass euch das Ganze gefällt. Und wenn das der Fall ist, könnt ihr natürlich gern ein Abo, ein Like oder auch einen Kommentar da lassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich habe mir auch schon als Ziel gesetzt, jetzt dann mal die 1000 Abonnenten zu erreichen. Würde ich mich wirklich saumäßig drüber freuen, weil mir das Ganze eigentlich echt Spaß macht. Und wenn der Kanal dann eben auch wächst, dann macht es natürlich umso mehr Freude. Genau, mit diesen Worten möchte ich mich jetzt auch von euch verabschieden. Macht's das gut, euer Martin. Servus!